Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ride On With Friends. Mein Name ist Jürgen und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im zweiten Teil meines Roadtrips, Streifzüge zwischen München und Berlin, fahre ich weiter durch ein für mich noch unbekanntes, kurvenreiches Motorradland. Vielleicht kann ich mit dem einen oder anderen Tipp, insbesondere die Süddeutschen unter uns, auch für die wunderschönen Mittelgebirge und Städte in Deutschland begeistern. Es muss ja nicht immer mit dem Motorrad nach Österreich oder nach Italien gehen. Im ersten Teil sind wir von München über den Bayerischen Wald entlang des Grenzgebietes zu Tschechien bis nach Marienbad gefahren. Und in dieser Episode geht es nun weiter von Marienbad in Tschechien bis an die Eger und über den höchsten Berg Sachsens und das norddeutsche Tiefland bis nach Berlin zu den BMW Motorrad Days. Wir starten in Marienbad, wo wir über Nacht unsere Motorräder kostenlos auf dem hoteleigenen Parkplatz des Vier-Sterne-Spa-Hotels Bohemia abstellen durften. Wie bereits erwähnt, gehört Marienbad inzwischen zu den wichtigsten tschechischen Kurorten, wo schon berühmte Persönlichkeiten regelmäßig übernachteten, wie zum Beispiel der britische König Edward VII. Oder der österreichische Kaiser Franz Josef I. Den Zweiten Weltkrieg hat Marienbad gut überstanden, was man an den beeindruckenden barocken Fassaden feststellen kann. Erst nach dem Zerfall des Kommunismus und der Aufhebung der internationalen Isolation wurde Marienbad mit seinen Heilquellen wieder 1989 für Ausländer geöffnet. Marienbad liegt übrigens nur 15 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Mitten im westböhmischen Bäderdreieck zusammen mit Karlsbad und Franzisbad am Rande des Naturschutzgebietes des Kaiserwaldes, den man unmittelbar nach Verlassen der Stadt auf engen Waldwegen durchfährt. Wir sind jetzt auf dem Weg ins Erzgebirge und fahren dann über kleine Landstraßen ungefähr 560 Kilometer weiter Richtung Berlin. Dort werden wir einige Tage in Berlin verbringen, um dann über den Harz, über das Sauerland und den Frankenwald, Thüringer Wald, Bayerischer Wald wieder langsam zurück Richtung München zu fahren. Also viel Spaß dabei. Noch sind wir aber in Tschechien im Nationalpark Kaiserwald. Über sehr schöne kleine Wege fahren wir bis in das Egerland, das seinen Namen vom Fluss Eger erhalten hat. Übrigens einem Nebenfluss der Elbe, der im Fichtelgebirge entspringt und durch Tschechien bis in die Elbe mündet. Zwischenziel ist die Burg Locket, zu Deutsch Ellbogen, denn hier macht die Eger eine bedeutsame Schleife. Die gesamte historische Altstadt steht unter Denkmalschutz. Wegen seines Stadtbildes wurde Locket auch oft als böhmisches Rotenburg gerühmt. Wir fahren mit den Motorrädern einmal durch die Altstadt und dann geht es weiter in Richtung Grenzübergang ins Erzgebirge. Das Zentrum der schönen Altstadt ist für den Verkehr gesperrt. Man kann aber über eine kleine Umgehungsstraße den Stadtkern gut passieren. Die Burg, die den Ort prägt, ist eine romanisch-gotische Festung, die zu den größten erhaltenen Burgen Mitteleuropas zählt.
Das nächste Mal werden wir hier sicherlich einmal unser Quartier beziehen und auch den berühmten Schwarzen Turm, den auch schon Goethe besichtigt hat, erkunden. Wir fahren an Karlsbad vorbei nach Norden in die ersten Ausläufer des mittleren Erzgebirges. Bei Gottesgab überqueren wir die Grenze in Richtung Oberwiesenthal. Aber bevor wir unser Hotel in der höchstgelegenen Stadt Deutschlands beziehen, fahren wir hoch zum Fichtelberg, der mit 1215 Meter Höhe der höchste Berg Sachsens ist. Der Fichtelberg, der auch scherzhaft als das Dach des Erzgebirges benannt wird, ist natürlich das Skigebiet der Region und deswegen ist die Anfahrt bis zum Fichtelberghaus reisebustauglich ausgebaut. Man kommt natürlich auch mit einer Schwebebahn hoch. Da der Fichtelberg zusammen mit dem Keilberg auf der tschechischen Seite nicht mehr ganz schneesicher ist, investiert man einiges in alternative Freizeitmöglichkeiten für die Touristen. Auch Motorradfahrer sind gern gesehene Gäste. Vom Gipfel des Fichtelbergs hat man den besten Ausblick auf die höchstgelegene Stadt Deutschlands und das obere Erzgebirge. Schon von Weitem ist das Fichtelberghaus mit seinem Aussichtsturm gut zu erkennen. Die Friedensglocke und die Wetterwarte auf dem Fichtelbergplateau sind ebenfalls sehr sehenswert. Besonders an Sonn- und Feiertagen ist das Läuten der Friedensglocke als Denkmal für die deutsche Einheit ein Highlight auf dem Gipfel. Wir genießen noch die tolle Aussicht und fahren dann runter in unser Hotel nach Oberwiesenthal, das nicht nur die höchste Stadt Deutschlands ist, sondern auch der Ort mit dem größten Skigebiet Sachsens. Kein Wunder, dass wir dort den dreifachen Olympiasieger im Skispringen Jens Weißflog mit seinem eigenen Hotel wiederfinden. Einem Glück auf werden wir in Oberwiesenthal begrüßt. Leider ist das Hotel von Jens Weißflog bereits restlos ausgebucht. Wir finden aber mit dem Panorama Hotel eine sehr gute Alternative direkt an den Skisprungschanzen, wo gerade die Jugendnationalmannschaft trainiert. Respekt vor dem Mut der Springer, die auch im Sommer auf Kunststoffmatten trainieren. Man kann übrigens als Märklin-Fan noch eine alte Dampflok der Fichtelbergbahn bestaunen, die regelmäßig zwischen Oberwiesenthal und Kransaal verkehrt. Die Hin- und Rückfahrt dauert etwa 2,5 Stunden und lohnt sich. Das Deutschland-Ticket ist gültig. Man zahlt nur einen kleinen Aufschlag von 8 Euro und kann dann alle historische Bahnen nutzen. Ein Geheimtipp. Thank you.
Nach einem sehr köstlichen Frühstücksbuffet packen wir wieder unsere Motorräder. Das sehr empfehlenswerte Hotel hat ein Herz für Motorradfahrer. Wir durften unsere Motorräder sicher und trocken in einer eigenen Garage abstellen. Wir befinden uns schließlich auf fast 1000 Meter Höhe und da fallen über Nacht ganz schön die Temperaturen und die Feuchtigkeit kondensiert auf den Fahrzeugen. Obwohl das Erzgebirge ein Eldorado für alle Motorradfahrer ist, müssen wir es leider in Richtung Berlin verlassen. Wir fahren aber auf einer besonders kurvenreichen Strecke über Annaberg-Buchholz nach Wolkenstein. Die gesamte Region ist geprägt durch sehr viele Heilquellen und Thermalbäder. In Wolkenstein, mit der gleichnamigen Burg hoch oben auf einem Felssporn, befindet sich übrigens die älteste und wärmste Thermalquelle Sachsens. Ohne es zu wissen, führt uns unser Navi die ganze Zeit auf der Silberstraße entlang. Die 140 Kilometer lange Ferienstraße, Silberstraße, ist die erste und längste ihrer Art in Sachsen. Vor dem Hintergrund der Bedeutung des Bergbaus für die sächsische Geschichte verbindet die Straße die Sehenswürdigkeiten und touristischen Angebote, die im Erzgebirge und dem Erzgebirgsvorland in Beziehung zum jahrhundertalten Bergbau und Hüttenwesen stehen. Die Landschaft ist entlang der kurvenreichen Silberstraße durch Wald und große Getreideanbauflächen geprägt. Wir nähern uns der Silberstadt Freiberg in Sachsen. Neben dem historischen Schloss Freudenstein befindet sich im Krügerhaus die größte mineralogische Sammlung Deutschlands mit über 3500 Edelsteinen. Die 850 Jahre alte Stadt alleine ist aber sehr sehenswert und deswegen auch UNESCO-Welterbe, in der man auch die Technische Universität für Bergbau findet. Wir lassen Dresden und Meißen rechts liegen und fahren weiter Richtung Nossen. Nossen ist eine sehr sehenswerte Kleinstadt mit dem auf einem Felssporn gelegenen Schloss Nossen sowie das Kloster Altzella. Nossen fahren wir über kleine Nebenstraßen über das Land und erkunden das eine oder andere Dorf, bei dem fast die Zeit stehen geblieben ist. Schneller voranzukommen, wechseln wir dann doch auf die Bundesstraße 101, die uns unter anderem über Luckenwalde, Ludwigsfelde bis nach Berlin führt. Ausgangspunkt der historischen Bundesstraße 101 ist der Berliner Ortsteil Mariendorf im Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Teilabschnitte der heutigen Trasse spielten bereits im 12. Jahrhundert als Verkehrsweg eine wichtige Rolle, die ja auch einen Teil der Silberstraße abdeckt. In Sachsen, als Hauptverbindung der Markgrafschaft Meißen von der Stadt Meißen zum Kloster Altzella und in der Bergstadt Freiberg bis zum oberen Erzgebirge.
Im heutigen Bundesland Brandenburg dienten Teile der Trasse bereits den Slawen als Verkehrsweg. Wir sind mittlerweile mitten in Berlin angekommen und fahren in unser Hotel, das direkt im Zentrum am Kudamm liegt und uns auch einen sicheren Tiefgaragenplatz für unsere Motorräder reserviert hat. Von hier aus werden wir die nächsten Tage die Stadt erkunden und die BMW Motorrad Days auf dem alten Messegelände besuchen. Das Video dazu und die nächsten Etappen in den Harz und in das Sauerland seht ihr in der nächsten Episode. Bis dahin, lass es dir gut gehen, bleib gesund und bis bald, dein Jürgen. Ja, das war es schon. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat und wenn ja, dann Daumen hoch und abonniere kostenlos den Kanal. Mich freut's und du verpasst keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal, euer Jürgen.